Jo, mein Leute, Goldpriester hier. Im Moment geht es in Battlefield 5 ja nicht mehr so richtig weiter. Ich kann jetzt den ganzen Kanal vernachlässigen, sprich weniger Videos uploaden oder ab und zu auch mal andere Videos hochladen. Ob ihr die euch jetzt anschaut oder nicht, müsst ihr selbst wissen. Ich will jetzt hier auch keinen zwingen, irgendwelche Videos zu liken oder anzuschauen, die euch überhaupt nicht interessieren. Ich versuche natürlich, soweit es geht, Videos zu bringen, die euch interessieren könnten. Schminkvideos werden zum Beispiel nicht kommen. Okay, kommen wir jetzt zu den Leaks. Übrigens, der Runden-Endbug, dass der Bericht am Ende der Runde nicht richtig geladen werden konnte, wurde gefixt. Das heißt, dass ab jetzt eure XP wieder für den Grundrang und für den Kapitelrang richtig angerechnet werden. Dann hat Temporier nur Leaks veröffentlicht, und zwar ist das einmal ein unveröffentlichtes Soldatenoutfit mit Namen St. Petty. Enthalten ist ein Soldatenoutfit mit Kopfbedeckung und langer olivgrünen Mantel und langer Stoffhose. Besonders auffällig sind hier die verschiedenen vierblättrigen Kleeblätter. Diese findet man auf der Kopfbedeckung, im Gesicht, am Mantel als weiße Verzierung, dann noch am Handgelenk und an der Hose. Das Glück der Iren wird es nicht nur als Soldatenoutfit geben, sondern auch noch als neuen Waffenskin für die Panzerbüchse 39, für das MG 42, für das Gewehr 43 und für das MAB. Im Hintergrund seht ihr übrigens die Version für das MAB. Auffällig sind hier die verschiedenen Goldelemente am Schaft und Magazin. Als Farbe wurde Waldgrün verwendet. Dann sieht man noch mehrere Kleeblätter und eine Lederapplikation am Lauf und Schaft. Zusammen mit der Shilali, was eine irische Nahkampfwaffe ist, wird es dann wahrscheinlich ein neues Bündel für den Ingame-Shop werden. Übrigens, ein Shilali ist ein hölzerner Stock bzw. Knüppel, der normalerweise aus einem knotigen Stück Sandron gefertigt wird und ein Wurzelknoten als Knauf hat. Hier sieht man den Jägerskin nochmal für die Brenngun. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, ob das jetzt derselbe Waffenskin Glück der Iren ist oder ob das ein etwas abgewandelter ist. Auf jeden Fall der Skin grün-braune Flecken. Am Schaft ist zusätzlich noch eine kleine Ledertasche angebracht. Und am Lauf sieht man Kletterpflanzen sowie trockene Gräser. Für das MG 42 gibt es bereits auch schon eine Vorschau. Hier sieht man die gleichen Farben und am Lauf sind wieder die Kletterpflanzen zu sehen. Hier das MG 42 nochmal aus einer anderen Perspektive. Übrigens, ganz findige Leute haben den Skin bereits identifiziert und an einem älteren Trailer wiedergefunden. Da kann ich nur sagen, Chapeau. Dann wird es wohl bald einen weiteren Modus für Wake Island geben, und zwar wird es wohl bald rasch verfügbar sein. In den letzten Gamefiles vom Patch 6.2 gab es bereits erste Anhaltspunkte. Die Karte scheint dabei in 5 Sektoren unterteilt zu sein. Ein möglicher Veröffentlichungstermin könnte der 19. März sein, da es in Teils der Vorwoche 7 eine rasch bezogene Herausforderung dazu gibt. Dann wurde jetzt noch eine unveröffentlichte Panzerkörperanpassung für den Panzer 38T geleakt. Es handelt sich dabei um den epischen Panzerskin mit dem Namen Avantgarde. Wer die Battlefield 5 Alpha im Jahr 2018 mitgemacht hat, erinnert sich vielleicht noch an diese Art von Design und vor allem dieser markanten Flagge. Zu sehen sind verschiedene Elemente wie Sandsäcke, Helme, Benzinkanister, Taschen, Tarnnetze, Baumstämme und Kettenglieder. Die Grundlackierung heißt übrigens getüncht und die gleiche Panzerkörperanpassung ist dann auch noch für den Tiger und für den Flakpanzer erhältlich. Neben dieser noch unveröffentlichten Panzerkörperanpassung gibt es noch eine weitere, und zwar auf der Lauer liegend. Dieser epische Skin ist diesmal aber für den Sturmgeschütz Panzer 4 gedacht. Als Verzierung wurden diesmal Eichen- und Lindenblätter verwendet. Außerdem sieht man noch 6 Baumstämme, Helme, Vorratstaschen, Zeltplane und weiteres Gepäck. Die Grundlackierung heißt übrigens Hinterhalttarnung. Neben diesem Panzerskin gibt es noch 4 weitere noch unveröffentlichte Sets für den Sturmgeschütz Panzer 4. Dann gibt es bereits schon ein erstes Gameplay von einem noch unveröffentlichten halbautomatischen Gewehr namens Johnson M1941. Was man jetzt unbedingt noch wissen sollte, ist, dass die Waffe noch unvollständig ist, Probleme beim Analysieren hat, schwebende Modellteile aufweist und noch eine verbuggte Nachladeanimation hat und die Soundeffekte fehlen auch noch. Ich würde einfach mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn, schaut einfach mal selbst rein, ich melde mich gleich wieder zurück. Dann gibt es bereits schon ein vollständig gerendertes Modell von den neuen japanischen Elitesoldaten Akira Sakamoto mit Fliegerausrüstung, Fliegerbrille und wie kann es anders sein mit angehängter Gasmaske. Mir ist das ehrlich gesagt schon etwas zu überladen.
Da sieht Steve Fisher von der US-Seite schon etwas aufgeräumter aus. Er hat eine markante Fliegerbrille auf, eine auffällig schwarze Lederjacke mit der Dealer-Emblem auf der Rückseite und Waffenholster an der Brust sowie lange olivgrüne Stoffhose. Bei Steve bin ich tatsächlich mal gespannt, wie er sich auf dem Schlachtfeld macht. Er passt da tatsächlich überhaupt nicht zu den restlichen Soldaten-Outfits. Dann gibt es hier eine Übersicht von bereits veröffentlichten und noch unveröffentlichten Flugzeug-Nasen-Emblemen. Auf der linken Seite sind die ganzen Emblemen von der US-Seite aufgelistet und auf der rechten die von der japanischen Seite. Welches gefällt euch am besten? Schreibt es einfach mal als Kommentar. Also ich finde die Blitze bei den Japanern sehen schon ganz nice aus. Leute, ich zeige euch jetzt mal zwei Clips über den Sturmtiger. Und zwar beim ersten Clip ist der Sturmtiger zu 100% voll. Und beim zweiten Clip kann man jetzt nicht 100% sagen, wie viel TP der noch hatte. Auf jeden Fall melde ich mich gleich wieder zurück. Also ich würde fast sagen, dass die Flugzeuge einen Debuff brauchen. Wie kann es sein, dass ein Sturmtiger mit 100% Rüstung von einer Spitfire MKVB gewone-hitted wird? Ist das ein Bug oder ist das so gewollt? Fragezeichen. Im Allgemeinen kommt der Sturmtiger mir etwas low vor. Wenn ihr braucht eine höhere Beschleunigung oder aber mehr Rüstung. So wie er jetzt ist, ist er eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Was meint ihr dazu? Schreibt einfach mal einen Kommentar. Okay, jetzt folgt gleich noch ein Abschlussclip. Und zwar wusstet ihr, dass man beim letzten Gefecht auf Yell bis auf die Berge hochklettern kann? Normalerweise ist das ja eine Sperrzone. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder wenn nicht, ein Dislike. Wer neu ist, kann auch gerne ein kostenloses Abo da lassen. Okay, jetzt viel Spaß mit dem Abschlussclip. Euer Goldpriester.